Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute reinigen wir diese Tastatur hier. Ich werde in den nächsten paar Wochen auch noch ein kleines Review dazu machen, also abonniert gerne diesen Kanal, um das nicht zu verpassen. Erstmal etwas Kleines vorweg, ich übernehme natürlich keine Haftung, falls irgendwas bei eurer Tastatur kaputt gehen sollte. Ihr macht das alles hier auf eigenes Risiko, also falls ihr denkt, ich will jetzt hier nicht irgendwie so viel mit Wasser hantieren, es reicht auch einfach einmal mit einem Tuch rüberzuwischen, um den groben Staub einmal abzubekommen. Ich versuche das hier alles so vorsichtig wie möglich zu machen. Und die Tasten könnt ihr so oder so abwaschen. Falls ihr die richtig abtrocknet, sollte da nichts passieren. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Ihr braucht eine Rolle Zewa. Ihr braucht ein ganz normales Küchenhandtuch. Und eine Schüssel mit warmem Wasser, Spüli und einen Schwamm. Wahlweise könnt ihr auch noch ein Sieb benutzen, um später die ganzen Keycaps wieder aus dem Wasser zu fischen. Aber ich mache das hier einfach per Hand. Als erstes bauen wir alle Keycaps von der Tastatur ab. Und natürlich nicht vergessen, die Tastatur vom Strom trennen. Ihr könnt die Keycaps direkt in der Schüssel sammeln. Ich lege die hier erstmal zur Seite, denn die können wir gleich auch in der Zwischenzeit einmal durchwaschen. Als kleiner Tipp, macht euch ein Foto, damit ihr nicht vergesst, wie sich die ganze Tastatur wieder zusammensetzt. Ich habe schon ein Foto gemacht und wir machen uns jetzt ans Rausbauen. So Leute, die Tasten sind jetzt ausgebaut, die liegen hier vor mir. Die nehme ich jetzt gleich mit nach oben und zeige euch dann, was wir damit machen. So, hier ist jetzt meine Ansammlung an Tasten und ich habe hier ein bisschen Schaum, Spüliwasser sozusagen und ich schubse die mal so langsam rein. So, die bringe ich jetzt kurz nach oben, lasse die ein bisschen einweichen. Wie ihr gerade eben gesehen habt, sind die Tastaturkappen jetzt im Wasserbad. So sieht die Tastatur jetzt aus. Es ist echt auch mal interessant zu sehen, wie sozusagen eine Tastatur ohne die ganzen Tasten aussieht. Viele Leute haben in anderen Videos so ein Spray genommen, so ein Luftspray oder so. Das hier ist meine Ausbeute, eine Luftpumpe. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, weil so ein Spray haben wir tatsächlich nicht zu Hause. Aber ja, so eine Fahrradpumpe oder so hat ja eigentlich jeder. So ein bisschen den groben Staub haben wir jetzt hier schon wegbekommen, aber das war jetzt tatsächlich nicht so ergiebig. Deswegen wischen wir jetzt einmal mit einem nassen Schwamm darüber. Aber was wichtig ist, dass ihr den wirklich versucht, so weit auszuwringen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Schaum genommen. Aber dass nicht so viel Wasser als Rückstände da bleiben sozusagen. So, dann trocknen wir jetzt hier einmal grob drüber. Als nächstes kommt jetzt hier ein bisschen Zewa zum Einsatz und ich tupfe jetzt hier noch mal ein bisschen die Tasten ab, damit das da auch nirgendwo irgendwie reinläuft oder so. Und ihr merkt auch schon, der grobe Schmutz geht schon weg, aber gerade in den Zwischenräumen kommt man noch nicht so gut ran. Deswegen hole ich mir gleich noch mal ein paar Q-Tips, also diese Ohrenreiniger, und gehen noch mal ein bisschen in die Zwischenräume rein. Ich habe jetzt hier zwei Q-Tips und wir gehen jetzt hier in die Zwischenräume, putzen da noch mal ein bisschen und dann können wir auch uns schon wieder um das Einsetzen und Abtrocknen der Keycaps kümmern. Hier haben wir jetzt meine Keycaps in dieser Schüssel. Ich habe die hier auch mal so ein bisschen durchgemengt. Also die sollten jetzt eigentlich ganz gut eingeweicht sein und ich würde sagen, wir verteilen die hier mal so ein bisschen, damit die hier so abtropfen können und später reinigen wir die nochmal gründlich mit dem Zewa-Papier. Also schon auf dem ersten Blick sehen die auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich besser aus. Es wird aber auf jeden Fall gleich nochmal eine richtige Fummelarbeit, die alle einzeln abzutrocknen. So, ich trockne die jetzt alle ab und wir sehen uns gleich wieder beim Zusammensetzen. So Leute, die Reinigung unserer Tastatur ist fertig. Ich muss sagen, die Tastatur sieht fast aus wie neu. Das ist wirklich super geworden. Das einzige Problem, was bei mir aufgetreten ist, dass man wirklich oft nochmal nachputzen muss, nochmal hier ein bisschen nachwischen und da. Also es hat mir am Ende wirklich viel Zeit gekostet. Ich saß jetzt bestimmt hier über eine Stunde dran
Und wenn man mal überlegt, dass man das irgendwie alle 3 Monate mal machen sollte, ist das schon ein großer Aufwand. Aber für mich hat sich das jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls euch dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.